Wer war das? Wer war das? Hallo, ich bin die alte gebrechliche Zelle und in diesem Video erkläre ich kurz das NC-Prinzip für die Mitose und die Meiose. Von Vorteil wäre es, wenn ihr mit den Begriffen Homolog, Diploid und Haploid vertraut seid. Los geht's! Das N steht für den Chromosomensatz. Genauer gesagt steht ein N für einen haploiden Chromosomensatz, also für 23 Zweikromatid-Chromosomen oder für 23 Einkromatid-Chromosomen, und 2N steht für einen diploiden Chromosomensatz, also für 46 Zweikromatid-Chromosomen oder für 46 Einkromatid-Chromosomen. Das C steht für die Chromatiden pro Chromosom von einem einfachen bzw. haploiden Chromosomensatz. Also steht ein C für ein Chromatid pro Chromosomen von einem haploiden Chromosomensatz und 2C für zwei Chromatiden pro Chromosom von einem haploiden Chromosomensatz bzw. für ein Chromatid pro Chromosom von einem diploiden Chromosomensatz. Gut, führen wir die beiden Buchstaben N und C nun zusammen. Erstens, ein N, ein C steht für einen haploiden Chromosomensatz, der aus ein Chromatid Chromosomen besteht, also für 23 Chromosomen, die aus je ein Chromatid bestehen. Wichtig, diese 23 Einchromatid-Chromosomen kürzen wir, um Platz zu sparen. Denn durch ein N, ein C ist klar, dass es sich um 23 Einchromatid-Chromosomen handelt. Zweitens, 2N, 2C steht für einen diploiden Chromosomensatz, der aus Einchromatid-Chromosomen besteht. Also für 46 Chromosomen, die aus je Einchromatid bestehen. Auch hier kürzen wir, um Platz zu sparen. Denn 2N, 2C verrät uns, um welche und um wie viele Chromosomen es sich handelt. Drittens, 1N2C steht für, na, was denkt ihr? Richtig, es steht für einen haploiden Chromosomensatz, der aus zwei Chromatid-Chromosomen besteht, also für 23 Chromosomen, die aus je zwei Chromatiden bestehen. Und wir kürzen erneut, um Platz zu sparen. Viertens, 2N1C steht für, das war eine Falle. 2N1C kann gar nicht existieren, denn das 1C sagt aus, dass es sich um Einchromatid-Chromosomen in einem haploiden Chromosomensatz handelt, und da das 2N aussagt, dass es sich um einen diploiden Chromosomensatz handelt, ist das völlig sinnlos, denn 1C wären 23 Chromatiden und für einen diploiden Chromosomensatz brauchen wir wie viele Chromatiden? Richtig, 46 Chromatiden. Fünftens, 2N4C steht für, na was denkt ihr? 2 Nutten durch 4 Cocktails. Falsch, es steht für einen diploiden Chromosomensatz, der aus 2 Chromatid-Chromosomen besteht, also für 46 Chromosomen, die aus je 2 Chromatiden bestehen. Und wir kürzen erneut. Wie ihr sicherlich bemerkt habt, verwendet man dieses NC-Prinzip, damit man nicht die ganzen Chromosomen zeichnen muss, wenn man zum Beispiel Prozesse wie die Mitose oder die Meiose darstellt. Es ist einfach zeitsparender, einen Chromosomensatz mit N und C zu kennzeichnen, denn jeder weiß sofort, ob der Chromosomensatz diploid oder haploid ist und ob es sich um Einchromatid oder um Zweichromatid-Chromosomen handelt. Gut, falls nun noch Fragen auftauchen sollten, dann guck einfach die lange Version des NC-Prinzips an. Jetzt seid ihr bereit für die Mitose und die Meiose. Klickt einfach auf einen der Links, um dorthin zu gelangen. Damit ist unsere kleine Reise beendet. Vielen Dank fürs Zuhören. Eure alte, gebrechliche Zelle.